Dann vielen Dank für deine Vorstellung und die nächste Vorstellung ist der Herr Schulze. So
muss ich konstatieren, dass Deutschland vor der existenziellen Bedrohung seit der Reichsgründung unter Otto dem Ersten im Zweiten Krieg vor 962 steht. Deutschland hat Hungersnot, die Pest, den Einfall der Magyaren, den Ansturm der Türken, den Herrn 30-jährigen Krieg und zwei Weltkriege überstanden, ist jedes Mal wieder auferstanden zum neuer Güte und Größe. Und was all diese äußeren Bedrohungen nicht geschafft haben, schafft heute scheinbar eine ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, der man eine Stasi-Vergangenheit nachsagt, in Verbindung mit einem Meinungskartell, einer verhetzten deutschen Jugend und offenen Grenzen. Und dieses Konglomerat hat zu Bedrohungen geführt, die die Zukunft Deutschlands äußerst fragwürdig erscheinen lassen. Wir erleben aktuell eine mediale Hetze gegen Russland, die ich vor Jahren gegen eine Atommacht noch für undenkbar hielt. Man mag von Putin halten, was man möchte, aber wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass Deutschland aufgrund der US-Militärbasengesetz, unter anderem von Rammstein, welches geostrategisch den Nahen Osten und Europa abdeckt, ein vitales Kriegsziel sein wird, mit allen bitteren Konsequenzen. Weiter sehen wir den massiven Umbau der Energieversorgung in Deutschland. Ich habe Energietechnik vertieft, weiß also, wovon ich spreche. Wir sehen den Umbau zur regenerativen Energie in einem solchen Maße, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr vollumfänglich zu verschiedenen Zeiten gewährleistet werden kann. Und das wird sich dann verstärken. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass die Energie die Grundlage aller Industrieprozesse ist, ist klar, was das für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet. Aber die existenziellste Bedrohung sehe ich in der anhaltend geringen Geburtenrate der deutschen Frauen, welche sich noch durch die Gender-Ideologie verstärken wird, aufgrund der herbeigeführten Frühsexualisierung mit Bindungslosigkeit verwandt. Jede deutsche Generation ist um ein Drittel kleiner als die vorige. In Verbindung mit der Massenzuwanderung ist klar, dass wir kurz oder lang wir zu einer Minderheit eingebannt werden und anschließend verdrängt werden. Es wäre nicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass das passiert. Wenn wir auf die Zahlen gehen, sehen wir im Jahr 2015 eine Einwanderung von 1,5 Millionen Menschen, von denen 80% männlich und unter 35 sind. Wenn wir das hochrechnen auf das Jahr 2020, haben wir bereits im Jahr 2020 in der Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen ein Verhältnis von Männern zu Frauen von 2 zu 1. Man muss kein Mathematikprofessor sein, um zu erkennen, dass das nicht funktionieren wird und kann. Die Folgen davon liegen auf der Hand. Da wird Gewalt, soziale Spannungen, Unzufriedenheit und auch Vergewaltigung. Und das geht uns alle an, denn wir alle haben eine Freundin, eine Frau, eine Tochter, eine Tante, eine Mama. Und wer jetzt denkt, das ist bereits der Endpunkt dieser dramatischen Entwicklung, dem muss ich sagen, leider nein. Denn werfen wir einen Blick auf den afrikanischen Kontinent. Dort betrug die Bevölkerung im Jahr 1950 etwas über 200 Millionen. Heute beträgt sie bereits 1 Milliarde. Die Bevölkerung ist um den Faktor 4 bis 5 gewachsen. Und Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, sodass wir im Jahr 2050 von 4 Milliarden Afrikanern auf diesem Planeten ausgehen müssen. Und die Analysten gehen ferner davon aus, dass sich dieser Bevölkerungsdruck nach Europa abbaut. Heißt ganz konkret, 800 Millionen Flüchtlinge. Bei einer Einwohnerzahl Europas von etwas über 700 Millionen liegt es auf der Hand, was das bedeutet. Linke Schreiberwelt. Pro Lockenverband, ein gewisser Hannes Stein in der Welt, der nicht bei Europa wohnt, ich habe ihn recherchiert, schreibt: Europa wird schwarz, aber was soll's? Das schlägt dem Pass die Krone ins Gesicht. Was bildet sich dieser Mann eigentlich ein? Das ist selbst nach der UN-Resolution 63 aus dem Jahr 1948 ein Völkerbund, der als angestammte ethnische Bevölkerung verbrennt wird. Ja. Deswegen stehe ich heute hier und kann nicht anders. Nun ist mit den Worten des weltberühmten Verhaltensforschers und Ethnologen Irenaeus Alten-Eigenskett zu sagen, der ein Schüler des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz war. Dieser Alten-Eigenskett hat gesagt,
Man verschenkt nicht die Zukunft seiner Interessen, auch nicht aus humanitären Gründen. Deswegen sehe ich die AfD als letzte Patrone Magaziner, die wir haben. Und dieser eine letzte Schuss muss sitzen. Deswegen wäre es mir ein Ehre, Ihre unsere Interessen im Deutschen Bundestag zum Wohle des deutschen Volkes zu erkennen. Ich danke Ihnen. Aber was würden Sie jetzt, wenn Sie das Mandat gegeben, anders machen?
Ja, also als allererstes, wie bereits der Spruch von der AfD, Mut zur Wahrheit. Das allererste, ich kann mich selber nicht an die Grenze stellen und die Grenze bewachen, wenn ich das gerne täte. Auch ich allein kann da nichts ausrichten. Aber ich kann versuchen, auf die öffentliche Meinungsbildung einzuwirken. Weil die öffentliche Meinung ist immer der erste Schritt, wenn wir Veränderungen bewirken wollen. Wenn eine Idee in einer Bevölkerung nicht da ist, kann sie nicht umgesetzt werden. Und da kann man massiv vorgehen. Und dazu braucht es eines gewissen Mutes, einer gewissen Standhaftigkeit, auch mit Kritik umzugehen. Ich habe das selber immer wieder erlebt, weil gerade in meiner Altersgruppe und unter Studenten sind patriotische oder nationale Positionen, die AfD, derartig verpönt, dass ich mich manchmal wundere, wir haben es diese Menschen geschafft, ein Abitur zu erlangen. Und deswegen wäre das ein wichtiger Baustein, deswegen stehe ich auch mit hier. Und würde natürlich in den Abstimmungen immer zum Wohle des deutschen Volkes stimmen. Gut. Gibt es weitere Fragen an Herrn Schulze? Bitte, Jörg. Nehmen wir Jörg, das darf ich also, ich würde mir dann ganz konkret anhören.
was die konkrete Stellenbesetzung wäre. Ansonsten würde ich Vertriebsingenieur werden, weil das liegt mir der technische Aspekt in Verbindung mit der Präsentation der Produkte. Da würden wir einfach nochmal miteinander zusammenkommen. Ja. Ja, mit den entsprechenden Verfahren würde mir natürlich aber jetzt natürlich wünschen, dass man ja kommt zur Prüfung, um halt die Meinung der Öffentlichkeit zu erreichen, wie ich das angesprochen habe, weil es aus meiner Sicht auch vor allem wichtig ist, die junge Generation zu erreichen. Ich sehe das vor allem bei Rita, der Altersdurchschnitt ist 45 plus, vor allem männlich. Uns fehlen die jungen Frauen ganz massiv, weil sie sehr wahrscheinlich emotional manipulierbar sind durch die Bilder, die gehen ja niemand von Fakten ein, sind immer sehr emotional. Wird ein kurzes Flüchtlingsdip gezeigt, was am Strand liegt, was vorher zwischen Felsen lag, was mit Papier ist. Ich war schockiert, als ich das erfuhr. Aber es wirkt so. Wir müssen mal die junge Generation zufrieden. Weil Zukunft hat nur was nachwächst. Da ich mich natürlich intensiv, weil ich mit vielen Leuten Kontakt habe und kommunikationsfreudig bin und mich auch durch alles bewege, weiß ich, wie diese Menschen ticken und denken. Und habe es persönlich schon mehrfach geschafft, ehemals linke, links eingestellte Menschen von den Zielen der AfD zu überzeugen. Denn wenn wir uns wirklich die Fakten angucken, ist die AfD sozial. Was sie macht, ist eine soziale Idee für das deutsche Volk und auch für die Menschen, die bereits hier leben. Weil die, schon länger hier leben, werden aufgrund von dem Migrationshintergrund, werden aktuell schief angegriffen, weil auch man davon ausgeht, dass diese Menschen Flüchtlinge sind. Die Pflegesätze Umgang mit mehreren Leuten, die schon länger in Deutschland leben, da wäre es schon 10 Jahre oder länger. Und sie berichten mir von diesen Erlebnissen, dass die Menschen, die sie herkommen, sich massiv nicht benehmen, in einen Topf geworfen werden. Und die Ziele der AfD bedeuten auch für diese Menschen eine stabile Heimat. Und deswegen denke ich, obwohl es natürlich auch die anderen Kandidaten aus dem Zeichen. So, wir haben noch 5 Fragen offen, Herr Bischof. Also erstmal vieles von dem, was Sie berichten haben, zusammenhängt. Auch die Niedergrundsituation geht ja auch Gewalt in den Fällen, ja, im Freundeskreis, für welchen Freund, der sich entspricht. Ja, das ist daher Respekt vor allem, was Sie da tun. Ich habe noch eine Frage, wo leben Sie denn? Wo ich lebe? Ich bin aktuell, lebe ich mit auf dem Hof meiner Eltern, bin in der Bewerbungsphase. Ich bin ja jetzt fertig geworden. Denn, ja, früher natürlich nicht von deinem Besuch. Ja, sicher. Genau. Genau. Also ich würde Ihnen gerne berichten, ich habe noch 1 Million bei uns Hause und liegen eines da. Ist nicht der Fall. Obwohl es das mal gab. Meine Urgroßeltern, Federschnitt, besaßen ein großes Sägewerk, was allerdings dann im Zuge der Bodenkollektivierung von den Russen eingezogen worden ist. Ja, das wurde ja auch niemand dann die Ansprüche restituiert. Aber sei es drum, Peter, ging es halt sehr gut auf die Beine. Gut, gibt es weitere Fragen an den Schulzeiten? Das kann ich nicht sehen. Du hattest ja schon die Frage gestellt, was die Frage bereits im Absatz 5 betrifft. Wir haben ja noch keine Arbeit. Gut. Wenn ein Ingenieurstudium nicht zählt, dann wäre es ein anderer. Zählt nicht. Ja, aber genau, dann ist es ein Buchstaben. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Vorstellung und der nächste ist dann auch Ihnen.